Sommer, Palmen, Strand, Meer. Moment, stopp. Strand? Naja, das ist wohl ein wenig übertrieben und das Meer wird wohl auch eher mit H geschrieben. Schließlich sind wir hier in Limburg. Aber dennoch, bei den 15. Limburger Summer Games kommt man dem Urlaubsgefühl schon sehr nah. Ja, ich habe ja eigentlich noch Urlaub und wenn ich so schaue, Palmen, Strand, tolles Wetter, glückliche Leute, dann finde ich es gar nicht schade, dass ich wieder von Sylt weg bin, sondern ich freue mich sehr, in Limburg zu sein. Und die Summer Games haben mehr zu bieten als einen Urlaub. Yes, come on, Limburg! Es gibt viele Attraktionen, die zum Mitmachen einladen. Sport, Spiel, Spaß und Spannung werden hier großgeschrieben. Ja, das ist eine tolle Sache. Die Innenstadt wird belebt, die Leute sind gut drauf, alle ziehen mit. Limburg hat ein ganz, ganz tolles Flair. Und wenn es gut läuft, dann locken wir wieder 50.000 Leute an. Und das ist natürlich auch für die heimische Wirtschaft ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Aber ich denke, es zeigt auch, was für eine tolle Stadt Limburg ist und dass die Leute, wenn es darum geht, auch mitziehen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache und das macht auch den Bürgermeister sehr stolz. 600 Tonnen Sand haben die Albert Weil AG und die Betonwerke Heuss auf dem Neumarkt angeliefert und verteilt. Sage und schreibe, 78 Partner und Sponsoren tragen zum Gelingen bei und übernehmen so 80% der Kosten der Summer Games. Und ich bin jedem Einzelnen dafür dankbar, dass er das so toll unterstützt. Hier Tonnen von Sand auszubreiten und Sportarenen aufzubauen, da gehört schon was zu. Ein bisschen verrückt klingt das, aber es ist jedes Jahr wieder toll. Und man kann es sehen, die Leute mögen es. Die ersten Summer Games hat Organisator Michael Guse schon vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Er war auch damals von dem großen Erfolg überzeugt. Das Anfangsjahr war sehr, sehr klein. Wir waren nur hier auf dem Neumarkt. Das war der genehmigte Platz, weil man auch ursprünglich erst gar nicht gedacht hat, wir kriegen so viele Leute in die Stadt. Man hat damit 5.000 bis 6.000 Besuchern an den 4 Tagen gerechnet. Es waren gleich im ersten Jahr 25.000. Mittlerweile zieht sich die Veranstaltung durch die komplette Innenstadt, auf allen Plätzen, die möglich sind, vom Einkaufszentrum, Werkstatt, Bahnhofsvorplatz, Neumarkt bis in die Altstadt hinein, dann die Lahn. Also wir sind natürlich auch stolz, dass die Veranstaltung, wie es im Konzept eigentlich ursprünglich auch schon geplant war, mit Vereinen, Institutionen lebt. Also es ist eine Veranstaltung, die von den Bürgerinnen und Bürgern für die Bürger gemacht wird. Und insofern ist auch jeder stolz und sagt, meine Summer Games hier in Limburg. Ja. Also ich war schon damals überzeugt, dass es für Limburg eine tolle Veranstaltung wird, weil Limburg ist eine tolle Stadt. Und ich bin auch grundsätzlich immer sehr optimistisch. Das ist natürlich seit 15 Jahren jährlich so eine Riesennummer mit über 50.000 Besuchern. Das ist natürlich überraschend, aber ich glaube, da tragen natürlich auch alle bei, die die Veranstaltung organisieren, mithelfen. Dr. Thomas Brokamp, Geschäftsführer der Firma Bona in Limburg, muss man nicht lange bitten, wenn es darum geht, die Summer Games zu unterstützen. Die Summer Games gibt es in Limburg jetzt seit 15 Jahren. Und jedes Jahr ist das hier im Sommer ein Zentrum von Aktivitäten. Man sieht das auch. Sehr, sehr viele Leute sind da, sehr viel mehr als so. Das heißt, die Leute kommen in die Stadt, sie erleben etwas gemeinsam. Ja, die Stadt wird dadurch belebt und ich denke, das ist ein sehr wertvoller Beitrag für Limburg und die Stadt. Wir werden sehen, dass wir aktuell hier die Bona Arena haben und dass wir den Tischfußballwettbewerb unterstützen. Das machen wir inzwischen seit mehreren Jahren hier. Wir halten es für wichtig, dass wir uns auch in die Gesellschaft mit einbringen. Und dazu gehören hier solche Sachen wie die Summer Games mit dazu. Das muss unterstützt werden, das läuft nicht von alleine und da leisten wir gerne einen Beitrag. Und wir haben in der Vergangenheit auch häufiger ein Team gehabt, das das ein oder andere gewonnen hat. Michael Och ist mit seinem Fitnessstudio geradezu prädestiniert, die Summer Games zu unterstützen und ist nun auch schon seit 10 Jahren regelmäßig dabei. Es ist eine Form von einem ganz anderen Fest, meiner Meinung nach. Es ist eine reine Ausrichtung für ein Familienfest. Es geht um Freude, Spaß, Sommer. Und das unterstreicht halt auch eine familienfreundliche Stadt. Mittlerweile seit 2009, im 10. Jahr sind wir dabei. Hauptbeweggrund ist, wir sind mit beiden Studios, mit einem Sportivo-Fitnessstudio und einem Off-City-Sport in der Innenstadt vertreten. Das ist eine ganz große oder mit die größte Innenstadtveranstaltung
Und da ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir unseren sportlichen Beitrag zu leisten können. Zum einen treffen wir unsere Kunden und unsere Mitglieder immer wieder auf den Summer Games und können auch bei den Bühnenpräsentationen einfach zeigen, was wir im Studio machen. Mit schöner Regelmäßigkeit erfreuen sich jährlich über 50.000 Besucher aus Limburg und dem Limburger Umfeld an diesem großen sommerlichen Familienfest. Strandparty, gute Laune und Urlaubsfeeling pur. So kann man den Sommer in Limburg genießen.